Das ist NRW. NRW ist eins der 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland. Es ist sogar das viertgrößte und es liegt im Westen des Landes. Mit seinen 17,8 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen ist das Land das bevölkerungsstärkste Bundesland der BRD. Im Herzen von NRW liegt das Ruhrgebiet, welches das größte Ballungsgebiet Deutschlands ist. Es gehört zu den 5 größten Ballungsräumen Europas. Jeden Tag laufen hier die Menschen zu Fuß oder fahren mit Bussen, Bahnen, mit dem Auto zur Arbeit, in die Schule, zur Universität oder zum Lebensmittelladen um die Ecke. Dabei begegnen sich jeden Tag so circa 1000 Menschen, Tag für Tag. Große, kleine, dicke, dünne, junge, alte, heterosexuelle, schwule, lesbische, bisexuelle, trans- und queere Menschen. Moment, wem begegnen wir da? Ja. Jeden Tag begegnen wir Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Identitäten, Vorlieben und Wünschen. Wenn man statistisch an die Sache herangeht und angenommen wird, dass ca. 10% der Weltbevölkerung einer nicht heterosexuellen Liebe, einem heteronormativen Interesse, Begehren und Verhalten entsprechen, so sind das immerhin mindestens 100 Menschen pro Tag. Wir begegnen ihnen in der Bahn, beim Autofahren, sehen sie im Auto gegenüber, im Restaurant, im Kaufhaus, in der Schule, auf der Arbeit, im Schwimmbad, beim Fußballspiel, im Stadion und auf der Straße. Fast sind die meisten Menschen nur ein flüchtiger Blick oder ein Windstoß, den wir wahrnehmen. Unbekannte, Fremde, Sonstige. Über ihre Leben, Erfahrungen, Erlebnisse denken wir gar nicht erst nach. Ob ihre Lebenswelten gerade verlaufen oder ob einige Verquere darunter sind. Darüber lässt sich meistens nur spekulieren. Wir laden Sie nun auf eine spannende Erlebnisreise in alternative Lebenswege junger Menschen ein.